Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Fallout 4. Ja, im letzten Part haben wir herausgefunden, dass Sean sterben wird. Dass es für ihn keine Rettung mehr geben wird. Und er hat uns die Leitung des Instituts übertragen. Und seiner Mutter. Schrägstrich Vater, je nachdem was ihr spielt. Ja, es ist ein harter Brocken, also für mich sowieso auch. Und wir sind hierher geschickt worden von unserem Sohnemann, um mit seinem Doktor, mit seiner Doktorin zu reden. Jetzt schläft sie hier aber gerade, ist mir wurscht. Die würde ich gerade jetzt mal aufwecken. Viel los heute, oder? Ja. Es kommt noch mehr. Du wirst diese Operation anführen, wurde mir gesagt. Ja, ich brauche Details. Absolut, keine Chance. Ja, ich brauche Details. Ich brauche mehr Infos. Ich weiß ja überhaupt nicht, worum es eigentlich geht. Natürlich. Darum reden wir ja. Sonst wärst du doch schon längst wieder oben. Die jüngsten Ereignisse haben unseren Zeitplan durcheinander gebracht. Den Reaktor zum Laufen zu bringen, hat für uns oberste Priorität. Er muss laufen. Und zwar seit gestern. Wir müssen ein wenig improvisieren. Das ist nicht schlimm, aber dazu werden wir Vorkriegstechnologie brauchen. Du gehst zum Gebäude von Mass Fusion und besorgst den Beryllium-Beschleuniger für uns. Mhm. Beryllium-Beschleuniger. Was ist das denn eigentlich? Sarkastisch, so gut wie erledigt, klingt gefährlich. Na, was ist das? Was ist ein Beryllium-Beschleuniger? Nichts gegen dich, aber die Details würden dir nichts sagen. Wir können damit die Reaktorleistung steigern und ihn schneller zum Laufen bringen als geplant. Mhm. Du hältst mir den Rücken frei und ich kümmere mich um den Beschleuniger. Muss das sein? Das macht die Sache komplizierter. Freue mich, wenn du dabei bist. Du kommst nicht mit. Okay, komm. Passt schon. Freue mich, wenn du dabei Klingt bist. Klingt gut. Ich freue mich, wenn du dabei bist. Nicht so sehr, wie ich mich freue, halt zurückzukehren. Ich gehe nur an die Oberfläche, wenn es keine andere Option gibt. Leider gehen uns die Optionen aus. Und zwar ziemlich schnell. Ich möchte ja nicht noch mehr Druck auf dich ausüben, aber wir müssen uns damit beeilen. Die Bruderschaft wurde bereits im Gebiet gesichtet. Na toll. Sie dürfen nicht vor uns an den Beschleuniger kommen. Geh nach oben zum Transmitter. Wir treffen uns dort. Jawohl. Gut, wie schaut's inventarmäßig aus? Ach du Heilige. Ja, okay. Wir müssen uns ein bisschen... Entschuldigung, wieder der falsche Knopf. Wir müssen uns da ein bisschen erleichtern tun. Ja, ja. Das heißt, wir werden hier wieder Starlight Drive-In zuallererst. Zack, zack. Geben unser Graffel dort ab. Schauen, was Hancock noch dabei hat. Ich glaube nichts. Ist wurscht, ich schaue... Na wohl doch. Den haben wir, glaube ich, vollgetreten, den armen Kerl. Mit Graffel. Werden wir gleich sehen. Das haue ich dort rein und dann gehen wir weiter questen. Jo. Bleibt nur zu hoffen, dass Sean nicht qualvoll sterben muss, dass er einen angenehmen Tod dann hat, ne? Jetzt kennen wir ihn vielleicht, wenn es gut geht, ein paar Tage, Stunden. Im Spiel hier sind, also für uns im Real Life, sind es ein paar Stündchen, ein paar Parts, ein paar Minütchen, wie auch immer, wo wir unseren geliebten Sohn wieder haben und dann sowas. Hey! Ja, gib her dein Zeug, ne? Wenn du was halt hast, ne? Also, brauchst du was? Ja, natürlich hat er was. Alles nehmen. Okidoki. Du solltest dich mal von etwas beutet. Nein, später. Das wird alles eingelagert, mein Schnucki. So, das kriegst du wieder und das darfst du auch ausgerüstet bekommen. So. Geh mal. Ach ja. Das Leben kann manchmal ganz schön hart sein. So, also hier und was bist du jetzt gewesen? Bist du der... Okay. Ja. Ja, lass mal. So, die kommt weg, 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 weg. Kellogg's Bufen. Ich weiß nicht so recht, die tue ich auch mal weg.
So, die Machete, das und das und das. Den Ghoul-Töter behalten wir. Der Fatman kommt weg. Das Scharfschützengewehr behalten wir. Gut, der wird mehr Damage machen als wie, oder? Aktionspunkte kosten. Müssten wir mal schauen, ob wir den da oben verbessern könnten. Dann packe ich die weg, dann kommt der weg, der kommt weg, der kommt weg. Der und die auch. So, jetzt haben wir wieder mehr. Jetzt sind wir dann wieder leichter, haben wir mehr Platz zum Graffel mitnehmen. So und so und da einmal. Hier einmal und da einmal. Ist dann eigentlich schon wieder irgendwas zum Reparieren? Na, schaut noch gut aus. Schaut noch gar nicht so schlecht aus. Ach ja, warte, Hilfsmittelchen. Gemüsesuppe, Leguanbissen, die Mutterbeere. Bam, 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 bam. Na, das wäre in Ordnung. Okay. Wäre in Ordnung. Passt. Dann porten wir uns dorthin, wo die gnädige Dame uns hinhaben wollte. Flughafen, Boston, was soll man denn da? Bitteschön. Zu den Ruinen wahrscheinlich, ne? Nehme ich stark an. So, da lala. Weil sie schon gesagt hat, oben, ne? Also müssten das die Ruinen sein. Ach ja. Vielleicht gibt es bei der Sache noch ein Happy End und wir können schon vielleicht doch irgendwie noch retten, aber ich fürchte nein. Das würde ja auch so stark erklären, warum er unbedingt möchte, dass der Junge schon unter Anführungszeichen fertig wird mit der Entwicklung, damit wir darüber? Ich dachte darauf. Nö, dann darüber. Echt jetzt? Warte mal kurz. Ach so, das ist die Bruderschaft. Warte mal, warte mal, warte mal. Wie viele Quests? Ich habe eine. Miss Fusion. Na, das passt schon so. Ah, was? Oh, Hancock. Na, na, das passt schon so. Das ist nur die Bruderschaft da drüben. Das müsste dann schon passen, da drüben. Da, da. Da, 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 da. Hoffentlich. Oder wird es doch... Ansonsten? Na. Hey, was machst du denn da? Aufhören. Na, passt schon, da muss man schon da rein. Denke ich mal. Ich bin verwirrt, keine Ahnung. Zeigt mich da irgendwie an, aber irgendwie doch nicht. Ich probiere es jetzt einfach mal aus. Ich gehe jetzt mal einfach... Na, spiel verkehrt. Ich gehe mal da rein, ich gehe mal durch rauf, vielleicht passt es dann eh. Ja. Weil Ruinen sind ja eigentlich streng gesehen die hier. Jetzt werden uns wieder Supermut... Ja. Supermutanten werden uns wieder auf die Nerven gehen, aber ich laufe da gleich mal stur durch. Stur, stur, stur. Da und hier und so. Und... Heute kein Kampf. Nein, heute kein Kampf. Dann schauen wir mal da rein, ob es hier passt. Ansonsten müsste es im Institut sein. Ja, ist offensichtlich verkehrt. Wenn sie schon sagt, oben. Die Bruderschaft will ich nicht verbessern.
Also den Leuten, ne? Also dann ist es doch da. Jetzt ist es weg, schau. Ist irgendwie lustig. Ach so, deshalb. Ach komm, was ärgert mich das jetzt so? Das muss ja passen, oder? Per Transmission. Ach so, wahrscheinlich wäre innen drin ein Gerät. Ja, Daumen hoch. Schön hätte ich drinnen müssen, jetzt einfach was benutzen. Ja, das war falsch. Da gehe ich nochmal rein. Das ist jetzt ein bisschen nervig. Entschuldigung. Nervig. Kann man nochmal rein. Vielleicht müssen wir von drinnen dann raus, damit es richtig läuft und funktioniert. Ja. Technik. Kruzifix, wo müssen wir hin? Ja, das schaut schon besser aus. Das? Runter einfach, oder wie? Gut, dass du den abtrünnigen Sünd zurückgebracht hast. Die Versorgungsstelle ist immer geöffnet. Möchten Sie ein paar Konserven? Ach so. Ich verstehe schon. Entschuldigung. So. Das war ja ein Lift sozusagen. Ja, ja, genau. Passt schon. Und dann runter. So. Bitteschön. Jetzt passt er. Okay. Ja. Rauf. Na gut, dann halt rauf. Dann müssen wir halt mit der Maschine weg, oder wie? Ah nein, die bringen uns ganz raus. Aha. Okay. Ach ja. Dam da dam da dam 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 dam. Ich dachte, es geht besser, wenn wir es selber rausporten. Aber nee. Passt nicht so ganz. Geradeaus. Geradeaus, geradeaus. Aha. Oh. Ja. Durch einen Sprung zur Massfusion wirst du für immer ein Feind der stählernen Bruderschaft. Im Ernst jetzt? Ho, ho, ho. Nein. Gut, dass man so einen Hinweis kriegt. Um Gottes Willen, nein. Gut. Die Quest ist derweil tabu für uns. Wir machen andere. Wir machen andere Quests. Das Institut ist momentan für uns nicht wichtig. Das ist für uns zum Schluss quasi. Ja, wir gehen hier weg. Beziehungsweise wir schauen uns mal um, wo wir jetzt lang müssen. Hin müssen. Das Radio einfach so anhören. Ist das sendeweit, also landesweit zu hören? Ich hoffe doch. Probieren wir es einfach mal. Nuka-Cola. Ja, doch, funktioniert. Familienradio. Hallo, Kinder! Vergesst nicht, dass Nuka World nur noch wenige Wochen im Oktober geöffnet hat. Kommt Corki und mich ein letztes Mal besuchen, bevor wir den Winter überschließen. Und vergesst nicht, eure leeren Nuka-Cola-Flaschen mitzubringen, um 15 Dollar Ermäßigung zu erhalten. Steigt ein in den Nuka-Express und bewundert die Nuka-Familie, solange es noch geht. Der Nuka-Express ist über das Nuka-World-Transitzentrum erreichbar. Das Parken ist gebührenpflichtig. Preisänderungen zum Ende der Saison vorbehalten. Nuka World, Nuka Express und die Nuka Charaktere sind eingetragene Marken der Nuka Cola Corporation.
Aha. Okay, Nuka-Cola World. Oh Gott. Hör auf. Psst, psst, leise. Okay. Okay. Ja. Und wo soll das denn bitte sein? Aha, warte, nein. Da drüben. Hier. Ach, du liebes Bisschen. Ja, da wäre es am kommodesten, hierher zu porten und drauf zu hatschen. Gut, dann machen wir das so. Wir probieren jetzt alle Quests vorher zu machen, die wir so kriegen tun, bevor wir beim Institut weitermachen. Das heißt, wir werden auch bei der Bruderschaft weitermachen, bei der Railroad, wenn es ist, wenn es da noch Quests gibt. Jo, würde ich persönlich vorschlagen. Wenn wir das so eine Vorwarnung ist, sag ich mal, dass eine Fraktion dadurch zu Schaden kommt. Hallo? Was sind denn das für Manieren? Du Würstel. Mr. Hand. Na, würdest du? Der ist mal hin. Der ist hin. Na komm, Handy. Aha, nachladen, okay. Der ist erledigt. Wo schießt noch jemand? Scheinbar nirgends mehr. Ah, da waren wir auch schon mal, glaube ich. Yeah, Roboter Werkbänke zum Dings machen. Gut. Na, gehst du jetzt mal? Tschüss. Tschüss. Yeah. Da Hancock jetzt eigentlich unser Schnuckischnäuzchen ist. Ja, hallo. Wup, 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 wup. Ich wollte nur sagen, da Hancock jetzt unser Schnuckischnäuzchen ist, wollte ich unseren Begleiter tauschen, wechseln, zu unserem lieben Hundilein. Denn Dogmeat kam bisher ja doch sehr zu kurz. Dazu müsste ich jetzt nach Sanctuary Hills, ne, auf die Schnelle. Ich würde sagen, für die eine Mission hier, damit wir nicht noch mehr Zeit verdrödeln, behalten wir unseren guten Hancock noch, ja, und dann darf er, die Wache übernehmen, so wie es unser Dogmeat, ich glaube Dogmeat tut Wache halten, ne? Ist ja wurscht. Dann darf jedenfalls Hancock dort arbeiten, bei uns, in unserem schönen Dörfchen. Was man tun muss. Ja, ich hoffe, das wird unserem Spatzel hier gefallen. Na, hat's dich umgebracht? Na, hat's dich umgebracht? Ja, so ein Becher. Du Depp. Eine Rüstungswerkbank. Die brauchen wir dabei nix. Lalila, lala. Ich hätte nicht gedacht, dass wir beim Institut so schnell, unter Anführungszeichen, fertig sein würden. Na, da oben ist gar nichts. Lalala, lala. So, alle hopp. Bam. Da weckt man glatt. Da würde man glatt eine Todeskralle wecken. Ah, ich glaube, da sind wir fertig. Ah, da ist noch jemand. Nein. Hoppla. Gut. Da liegt noch einer. Jetzt passt er. So, wir müssen. Wir müssen da lang. Das heißt, ein Stückchen geradeaus wäre super. Ungefähr in die Richtung dort. Das bist du, dich haben wir auch gelootet, passt. Ein Stück in diese Richtung, da. Und dann müssen wir vorne scharf nach darüber. Oha. Hihi, haha. Schlaf gut. Wir sind das Sandfräulein. Ja. Und wiegen dich in den Schlaf. Da fahren sie ja noch mehr von den Zipfelklatscher. Ist das ein Wachbot? Fuck. Habe ich jetzt was getroffen? Ups. Den haben wir erwischt. Bam, batsch, batsch, bum, bam, bam, bum, cash. Er kommt schon wieder. Der Goker kommt schon wieder. Au! Ah, erledigt. Boah, die buffen wir ganz schlecht. Moha. Schön. Wo ist der nächste Depp?
Hallo? Na, wo schießt denn da wer? Hallo? Ah, da ist so ein Trottel. Na komm. Ah, Patsch, nichts erwischt. Da. Da. So, mal was essen. Yum, 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 yum. Na, brennst du schön? Ra 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 ram da dam da ram dam da ram da dam. Wo liegst du denn, du Depp? Depp? Hallo? Irgendwie habe ich immer Probleme, die Leute zu finden, wenn sie hin sind. Da drüben. Meine Güte. Ups. Boah, die ist... Ja, die ist... der ist gestürzt hier, ne? Beim Rückwärtsgehen und hat sich leider Gottes bei dem Sturz... Ja, das Genick gebrochen, das... das kann halt schon mal passieren, ne? Ja, ja. Ah, nehmen wir alles mit. Da liegt ein Panzer. Grüß Gott, Herr Panzer. Das war gemein, ne? Ja, böse. So, was haben wir da? Daneben wäre ein Gebäude. Ob wir das hier vielleicht kurz mal erkunden dürfen? Für einen Eintrag? Yes. Super, 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 super. Dann werden wir... Na, was war denn das jetzt? Ja, alles gut. Da. Weil, wenn wir dann hier was zu machen haben, brauchen wir uns nur hier porten. Das schaut wieder verdächtig aus davon. Könnte sich gerade um eine Siedlung handeln. Was zum Teufel? Ja, schöne Rampen und weiter. Wahrscheinlich nichts weiter. Da wohnt wahrscheinlich irgendwann mal jemand. Da ist auch noch was. Warte mal. Ich muss mich kurz... Danke. So, ja. So ist besser. Manchmal muss man sich ein bisschen hinknien für die Arbeit. Da. Wer auch immer hier wohnt, die Arme ist... Aha, da ist ein Klo. Schön im Eck, wunderbar, dass ihm niemand stören kann. Oder ihr, oder wer auch immer da wohnen tut. Jetzt muss ich mal ganz kurz klubschen, ob ich mich schon zu sehr gedreht habe. Na, geht eigentlich. Darunter komme ich da lebend runter. Boah, streng gesehen... Schon. Bäm. So. Dann springt man wieder ein bisschen. Wow, was sind das für Niletten? Ja, radioaktiv, ist wieder klar. Dab, 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 dab. So, wieder mal klubschen. Puh, da bin ich jetzt aber ganz schön schräg. Schräg, Mann. Da vorne ist aber irgendwas. Wieder zum Entdecken. Was zum Teufel war das? Ein Rekrutierungssignal. Na komm. Oh Mann, jetzt ist er weg. Ach schade, weil die Ausdauer natürlich so schlecht weckt. Da ist so ein Depp. Ha, erwischt. Wir sind nicht allein. Boah. Schlachtigkeit. Ein Hundi. Ein Hundi. Ja. Das war... Noch ein Hundi. So. Da hinten ist noch so ein Depp. Aha, geht aber nicht. Hätte ich solchen Ärger, würde ich das auch machen. Okay, also, ja, geht ja. Noch jemand? Na, schaut nicht aus. Brabrabrabram. Boah, da kann ich schon viel schleppen, ey. Das freut mir. Ja, staatliches Vorratslager. Super, super. Super, super. Du? Das ist was. Achtung!
Hier wird jemand sterben. Ja. Das wird hoffentlich dieser Psycho sein. Bäm. Na schau. Jetzt aber. Noch jemand? Hallo. Wo wird denn hier geballert? Ah, da drüben. Na? Hallo? Da! Hallo? Na, sag einmal. Müssen wir halt so. Na, geht nicht. Super, nicht getroffen. Hancock. Na, stirb doch. Ja, hallo? Von wo wird denn geballert? Geschützturm. Was, der ist mal weg. Na? Dann muss der noch brennen. Jawohl. Tschüss. Ja, wo ist noch jemand? Hallo? Raider. Jawohl. Huch. Was war das? Ist jetzt Ruhe? Nein, ist nicht. Da oben ist so ein Drecksding. Jetzt ist er hin. So, ist jetzt Ruhe? Was ist denn da hinten los? Ein Feuerwerk zu unseren Ehren, wie nett. Wie nett, wie nett, wie nett. Oh Mann, komm zurück! Ich hatte gerade voll den Spaß! Ich bin eh da, du Trottel. Hey. So, Hancock. Du musst es nur sagen. Du darfst wieder schleppen. Das habe ich dabei. Ja. Also, dieses und dieses und dieses, dieses, dieses. Dieses und dieses, dieses, dieses und dieses. Und dieses, dieses und dieses, dieses und das. So, dann darfst du noch das und das und das und das. Weil für unseren lieben Dogmeat. Nichts mehr zu sehen von Ihnen. Was laberst du da, ey, Mann? Weil für unseren lieben Dogmeat soll es doch auch irgendwie, irgendwo, wo ich noch nicht ganz genau oder wieder vergessen habe, wo das war, eine Hunderüstung geben. Ganz recht. Eine Rüstung für Hühnchens. So. Und die möchte ich natürlich auch gern haben. Scheiße. Ja, scheiße, Mann. Das ist so richtig scheiße. Scheiße, Mann. Ja, ja, scheiße. Ja, scheiße, Mann. Huch, da hat's auch jemand umgebracht. So ein Pech. Hallo, Trottel? Hier soll es irgendwo Trotteln geben, die erschossen werden wollen. Burp, burp, burp. Da ist auch ein Hütchen. Da wollte jemand das Gesindel wirklich fernhalten. Mhm. Nicht funktioniert. Nein, weil wir sind da. So, dann gehen wir mal schauen. Gehen wir hacken. Hacken, 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 hacken. Hacken. Ja, bla bla. Jo. Nein. 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 Ja, doch. Wow. Sturmsteuerung. Bla bla. Naja, ja. Deaktivieren. Passt. Dann. Huch. Ach doch, okay. So, hier. Licht ausschalten. Es ist aber am Tag, aber ist ja wurscht. Ist ja wurscht. Die haben wir geklaut. Da ist sonst eh nichts, glaube ich. Nee, Sonne. Dann laufen wir da rauf. Vielleicht ist da oben noch jemand zu Hause. Hallo. Wohnt hier noch jemand? Nein. Das heißt, ihr vermisst das Zeug hier eh nicht, ne?
Gut, dann nehme ich das mit. Daram, daram, daram. Würde mich auch sehr freuen, wenn wir wieder unsere Hühnchen dabei haben. Alle hopp. Huch, na, geht's so nicht. Müssen wir hier rauf. Na, da war ich. Da waren wir. Entschuldigung. Auf lauter Häuschen sehe ich die Häuschen nicht mehr, wo wir noch nicht drin waren. Aber irgendwo hat doch jemand gequatscht, oder? Doch, na eben. Ja, wo ist er denn jetzt? Ah, da ist er. Ja, den treffe ich so nicht. Na. Bäm. Wow. Na, der war nicht schlecht. Der war nicht von schlechten Eltern. Was piept denn da so deppert? Ruck. Na, ich glaube, so kommen wir da nicht rein. Halt, andere Seite. Also, Entschuldigung. So, wahrscheinlich hier rüber. Hit. Ah, da! Mein Gott, ich bin blind. Entschuldigung. Ich sehe nichts Neues. Ist da etwa schon wieder eine Falle dann oder so? Weil so komisch. So komisch piepen. Da haben wir noch was. Ich werde bald überladen sein. Das merke ich jetzt gleich. So merke ich jetzt schon. Du hast eine Powerrüstung an und darfst schon wieder nichts machen. Nein, also steig aus, alte Schachtel. So, und jetzt gehst du dahin, schön gemütlich, weil durchs Überladensein geht nichts anders. So, und jetzt benutzt du das. Da. Benützen. Ja, Memo. Memo an mich selbst. Betreff Verbesserung der Sicherheit. An alle Mitarbeiter des staatlichen Vorratslagers. Als Reaktion auf alle Ereignisse gelten für diese Einrichtung ab sofort verschärfte Sicherheitsvorkehrungen. Auf dem Gelände muss nun durchgehend ein Ausweis getragen werden. Zivilisten müssen eingeschleust werden und erhalten vorübergehende Ausweise. Dies gilt auch für Lieferanten und Fahrer, keine Ausnahmen. Es werden strikte Bestandsaufnahmen des Nahrungsvorrates durchgeführt. Riskieren Sie nicht Ihre Stelle, indem Sie etwas entwenden. Ja, damit sind Sie gemeint, Sie Vielfraß. Dringend mögliche Sicherheitsverletzung. Dringend sofortiges Handeln erforderlich. Eine Gruppe Zivilisten hat die Luke entdeckt, die in die alten Tunnel zu dieser Anlage führt. Eine einfache Überwachung dieses Zugangspunktes ist nicht mehr ausreichend. Es werden mindestens 3 Personen an diesem Punkt stationiert, bis wir eine bessere Möglichkeit finden, diesen Zugang zu sichern oder ihn vollständig abzuriegeln. Außerdem möchte ich keine Beschwerden mehr über unsere Entscheidungen hören. Dieses staatliche Vorratslager ist in diesen Tunneln zu errichten. Oder welche Mühen es macht, sie im Nachhinein umzubauen. Die Entscheidung wurde innerhalb des genehmigten Budgets getroffen und Ende. Wir kümmern uns um diesen Zugangspunkt und die Einrichtung wird weiter ihren Zweck erfüllen. Danke für Ihre Mitarbeit. Super. Super. Das nächste. Lieferung. Ja. Gut, die nächste geplante Lieferung war das, mehr nicht. Turmsteuerung, jawohl. Bam, 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 bam. Ja, ja, die sind geladen, wissen wir alles, jawohl. Passt, das hätten wir auch. Bla, 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 über... Nanu? Hat es nicht hingehauen? Hat es nicht hingehauen? Oder wie? Oder was? Oder warum? Deaktivieren. Muss man warten, bis er fertig ist. Entschuldigung. Da war ich zu schnell. Zu voreilig. Oder es geht überhaupt nicht mehr, weil kein Strom oder was? Ah, geht eh nicht. Okay. Macht ja nichts. Macht ja nichts. Gehackt haben wir. Das ist wichtiger. So, wieder einsteigen, bitte. So.
sauber. Wow, krasses Ding. Das wird dann ein Dungeon sein, nehme ich an. Nehme ich stark einmal an. Oder auch nicht. Doch, ist ein Dungeon. Ich wollte es mal testen. Uns wäre nur öffnen gestanden. Sorry. Gehen wir wieder raus. Aber hier wollen wir ja nicht hin. Nein. Ich bin wahrscheinlich sowieso viel zu weit abgedriftet von unserem eigentlichen Ort, aber es hat sich gerade mal so gut ergeben, aus meiner Sicht eben. Gerade so schön gepasst. Ha. Hier ist Zutritt für Unbefugte, aber wirklich verboten. Jo. Darüber müssen wir jetzt. Das heißt, ich laufe da mal gerade hoch. Ja, du dämlicher Fusionskern. So. Und da gerade rüber. Na, Horuk. Hüpfe doch. So. Schau, da haben wir sogar noch eine Kirche entdeckt. Mit ein paar Blümchen. Supi, einsame Kapelle. Hallo? Was ist das? Aha! Ach so, das sind die Tunnel. Okay. Aha, okay. Gut. Da ist der Tunnel, 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 Tunnel. La 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 la, da gibt es nichts. Da ist eine Blume, die nehmen wir gern mit. Und da noch eine. Da drüben wir noch eine. La la la. Komm her. So. Baum. So, also da lang. Es geht hinaus. Wir kriegen das noch hin. Hoffe ich. So. Lauf, 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 lauf. Bin ich da echt richtig? Jo. Müsste passen. Dann laufen wir noch vielleicht hier rauf. Die nehmen wir auch mit. So, und dann vielleicht darüber. Oder hätte man zu dem Berg darüber gemusst? Das könnte natürlich jetzt auch sein. Mit Sicherheit. Dann war es ein Blödsinn, hier raufzulaufen. Ich dachte nämlich, es wäre einfacher. Aber dann... Nanu, nicht hängen bleiben, bitte. Hallo? Na, du depperter Felsen. Wie kann nicht in die Richtung gehen? Aha. Dann nimm... Geht nicht? Warum nicht? Aber jetzt, oder wie? Aha. Interessant. Die Richtung gehen könnte ich schon, aber die lassen mich ja nicht. Was ist denn das für ein komisches Licht da drüben? Nuka-Cola World, ja! Yeah. Gunner? Aha. Mei, schau mal. Cool. Niemand. Hier ist wirklich niemand. Ich schieße dir nur maximal ins Bein. Wir sind nicht allein. Ja, ich weiß. Na. Huch, Bömpchen. Na, wo schieße ich denn jetzt hin? War das Auto. Ha, ha, ha. Hat's Boom gemacht. Oh, schade, ha. Huh? So. Da. Boom. Von dem kriegen wir Pünktchen, das ist schon mal gut. Von der Na, wo ist denn die Schnäpfen? Bäm. Na komm. Ja, wo ist sie denn? Da. Wo ist der nächste Depp? Wo habe ich denn erwischt? Ja, so schon.
Bäm. Dich auch. Bäm. Na, nicht so. So? Ah, ich muss aufhören zu atmen, habe ich schon gesehen. So. So. Aufs Köpfchen. Und einmal geht's noch. Jawohl! Oha! Ich muss mal was zu mir nehmen. Da, das ist nicht gut. Hallo? Da oben ist noch so ein Würstel. Hallo? Da. Bäm. Bäm. Jawohl. Sauber. Was? Noch jemand? Wo? Oh. Wieder da oben? Habe ich da gerade jemanden umgeschossen? Batsch. 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 Yes. Ist jetzt Ruhe? Ja, ich glaube, es ist Ruhe. Na prima, dann beenden wir den Part hier. Ich gehe inzwischen den Müll wieder wegbringen und ich würde sagen, im nächsten Part schauen wir uns hier Nuka-Cola World an. Also dann, ihr Lieben, ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen, wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut, und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!